Hallöchen, heute gibt es mal ein ganz neues Format, ein ganz neues Video, denn ich habe für euch die Rache des Subs. Oder des Sub? Des Subs. Ich tue es jetzt tatsächlich auch. Inspiriert hat mich schon vor langer Zeit. Ich glaube, Sarah heißt sie von Bookmarked. Sie macht es ja schon sehr lange und sehr konsequent. Sie ist absolut top mit ihren Statistiken etc. pp. Ist es ja schon. Und auch technisch kann sie das super gut umsetzen. Ich bin sehr beeindruckt. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, ich kann das leider nicht so gut umsetzen. Dementsprechend habe ich hier für euch einfach ein paar Bücher, die zeige ich euch. Und bei mir läuft es auch ein bisschen anders ab als bei den anderen. Natürlich hat mich nochmal das Video oder schon die zwei Videos von Anja und Maike von Bookfriends Forever angestachelt, das doch tatsächlich zu machen. Ich habe nämlich eine Liste bereits vor längerem angelegt. Fragt mich nicht wann. Genau, und habe da alle Bücher aufgeschrieben und aufgelistet. Was habe ich gemacht, um dorthin zu kommen an den Punkt? Ich habe mir die Videos angeschaut, die ich quasi zu den jeweiligen Monaten gedreht habe und hochgeladen habe. Das soll heißen, ich habe zum Beispiel Neuzugänge 2016 gedreht oder auch irgendwelche Bücher, die da bei mir eingezogen sind, irgendeine Bestellung zum Beispiel. Habe mir dann angeguckt, welche Bücher davon habe ich noch. Beziehungsweise welche Bücher habe ich noch nicht gelesen? Welche stehen noch bei mir? Und damit fangen wir auch an. Ich habe das Ganze nach Jahren sortiert. Dementsprechend kommen jetzt die Bücher für 2016. Es sind ganze drei Bücher geworden. Das heißt, ich habe zum einen Guillaume Musso, immer noch kein Musso gelesen. An der Stelle sei das mal erwähnt, das ist auch ganz furchtbar. Wirst du da sein? Eine Geschichte, bei der sich darum dreht, ob die Liebe stärker als der Tod ist. Denn Dr. Eliot Scott hat alles, was er sich wünschen kann, den Respekt von Patienten und Kollegen, die Liebe seiner Tochter. Doch seit dem Tag, als er vor 30 Jahren seine Frau Elena verloren hat, quälen ihn Sehnsucht und Schuldgefühle. Was aber, wenn das Schicksal ihm eine zweite Chance gäbe, wenn er in der Zeit zurückreisen könnte, um einen tragischen Fehler zu korrigieren? Klingt sehr schön und ich bin immer noch wahnsinnig gespannt auf alle Musso-Bücher, die ich von ihm besitze. Ich habe mindestens drei von ihm, ich glaube noch mehr. Freue mich riesig darauf, endlich mal eins von seinen Büchern zu entdecken. Das zweite ist ein wahrer Klopper von Ellie Harris, Der erste, letzte Kuss. 20 Jahre, zwei Menschen, unzählige Glücksmomente und ein letzter Kuss. Dies ist die Liebesgeschichte von Molly und Ryan. Und Ryan. Es ist die Geschichte davon, wie sie sich zum ersten Mal küssen, als Ryan der beliebteste Junge der Schule ist und Molly eine unsichere 15-Jährige. Und davon, wie dieser Kuss kein gutes Ende nimmt. Dies ist aber auch die Geschichte davon, wie sich Molly und Ryan Jahre später wieder begegnen und eine zweite Chance bekommen, ihr Glück festzuhalten, bis sie erfahren, dass jeder ihrer Küsse der letzte sein könnte. Die Geschichte, wie zwei Menschen um die Liebe und ihres Lebens kämpfen, bringt einen zum Weinen und Lachen. Auch das verspreche ich mir sehr davon, von diesen über 550 Seiten. Eine richtige, zu Herzen gehende Liebesgeschichte. Ich erwarte ein Stück weit sowas Ähnliches wie an Zwei an einem Tag von David Nichols oder auch Für immer vielleicht von Cecilia Ahern, also so eine richtig zu Herzen gehende Liebesgeschichte, die mich mitnimmt, die mich begeistert, bei der ich jedes Wort, jedes Zeichen aufsauge und in meinem Herzen tragen möchte. Ich habe dieses Buch noch gar nicht so oft gesehen auf BookTube, muss ich gestehen, aber wie gesagt, ich habe es auch 2016 gekauft und es immer noch nicht gelesen. Das soll sich auch ändern. Und ein Klassiker von J.D. Salinger, Der Fänger im Roggen. Ich muss gestehen, so richtig viel weiß ich darüber nicht. Aus irgendeinem Grund habe ich immer Huckleberry Finn im Kopf, wenn ich daran denke. Es kann auch ganz anders sein, die Geschichte. Und ich bin sehr gespannt. Es ist ja eine Geschichte, die zum Beispiel auch Anne Freitag liebt und auch Bezug mal darauf nimmt. Ja, für mich, wie gesagt, absoluter Klassiker und ich hätte eigentlich schon auch Lust, es zu entdecken und zu lesen. Irgendwie traue ich mich aber noch nicht dran. Es ist damals gebraucht bei mir eingezogen. Hoffe, es kann mich begeistern. So, und dann habe ich noch ein Buch, das ist 2018 eingezogen, nämlich von Laura Marlina Seiler, ihr erstes Werk, Mögest du glücklich sein, entdecke dein höheres Selbst und verbinde dich mit deiner inneren Kraft. Ich habe es bereits mal angelesen, das weiß ich noch genau. Und ich weiß auch, dass ich diese beschichteten Seiten nicht so gerne mochte und den Geruch des Buches. Aber ich werde es mir trotzdem auf jeden Fall mal zu Gemüte führen, vielleicht auch mehr so Stück für Stück und nicht im Ganzen. Denn es ist auch ein bisschen schwerer. Dementsprechend, ob ich es dann jedes Mal, jeden Tag mit in die Arbeit nehme, ist die Frage. Aber ich möchte es auf jeden Fall lesen. Es dreht sich darum, Laura Marlina Seiler ist eine der bekanntesten, der erfolgreichsten Coaches und ja, Meditationsgurus, nenne ich es mal, im deutschsprachigen Raum. Das heißt, sie hat zum Beispiel das Higher Self Home,
Das ist eine Plattform, auf der kann man mitmachen und pro Monat hat man dann alles Mögliche zur Verfügung in dem Bereich. Sie hat aber auch die RUSU, also die Rise Up and Shine University, gegründet und ein Workbook dazu entwickelt und so weiter und so fort. Es geht ganz viel um Persönlichkeitsentwicklung, zur besten Version seiner selbst zu kommen. Und ich habe schon ganz viel mit ihr gelernt und ganz viel erfahren dürfen und deswegen wollte ich eben auch ganz gerne dieses Buch haben, um das Ganze nochmal gebündelt in der Hand zu halten. Ich hoffe, es ist nicht nur das drin, was ich quasi schon weiß und kenne, sondern noch mehr und kann mich nochmal mehr begeistern. Das steht aber, wie gesagt, eben auch auf der Liste. So, und nun ist der Punkt erreicht, dass ich sagen kann, das sind jetzt 4 Bücher für den Januar. Ich weiß, ich habe sehr, sehr viele Bücher noch, die ich auf diese Art und Weise lesen möchte. Das heißt, ich habe, ich glaube, bis 2018, also einschließlich 2018, habe ich die Bücher erfasst und auf meiner Liste notiert. Denn 2019 ist mir quasi zu neu noch und 2020 auch. Beziehungsweise zum Teil habe ich es nicht exakt dokumentiert, wann welches Buch bei mir eingezogen ist. Dementsprechend schwierig für mich, das noch herauszufiltern. Aber eben alle Bücher von 2015 bis 2018 sind notiert und aufgelistet. Und es sind zum Teil sehr viele. Dementsprechend werde ich versuchen, die immer innerhalb des jeweiligen Monats, also in dem Fall Januar, zu lesen. Oder ansonsten natürlich innerhalb dieser 3-Monats-Frist, die sich die meisten setzen. Also in meinem Fall wäre das jetzt Januar, Februar, März hätte ich Zeit. Bis Ende März müsste ich diese Bücher gelesen haben oder angelesen haben und aussortiert. Ich hoffe, das funktioniert auch so für mich. Denn hier stehen noch so viele Bücher rum und meine 12 Books in 12 Months und so weiter und so fort. Die werden es mir alle nicht leicht machen, diese 4 Bücher zu lesen. Und das werden ja dann quasi von Monat zu Monat mehr. Denn ja, ich glaube, März ist schon der erste richtig riesengroße Monat. Und ich bin sehr gespannt, ob ich das schaffe und ob mich das nicht unter zu viel Stress setzt. Sagt mir doch gerne Bescheid, wenn ihr auch eine Idee habt vom Subabbau oder Rache des Subs auch durchziehen wollt in diesem Jahr. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert und ob das funktioniert. Drückt mir die Daumen, dass ich die 4 Bücher lese. Hoffentlich gefallen sie mir natürlich auch. Und dann ja, euch berichten kann Ende des Monats, wie es denn war, beziehungsweise wie es weitergeht. Ob ich damit auch weitermache. Mit Rache des Subs. Das war's dann von meiner Seite und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Video und lest schöne Bücher. Tschüss!